Ja, es geht in erster Linie um Frauen. Manche wollen länger arbeiten, manche wollen weniger arbeiten. Es geht um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es geht um Zeitsouveränität. Es geht um die eigenständige Existenzsicherung und es geht um die Absicherung im Alter. Das sind alles ganz wichtige Themen und von daher ist es gut, dass morgen eine Reform des Teilzeitrechts in den Bundestag eingebracht wird. Das ist gut und doch haben wir Kritik, weil dieses Gesetz wird all die Probleme rund um die Teilzeit nicht lösen. Ja, viele Frauen arbeiten eben in Teilzeit, aber sie wollen ihre Arbeitszeit verlängern. Für viele Frauen wird es aber nicht ermöglicht. Das heißt dann für die Frauen einmal Teilzeit, immer Teilzeit. Das heißt, sie stecken in der Teilzeitfalle fest. Ja, und das Gesetz will eben dieses Problem lösen, indem zukünftig die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit den Frauen reden müssen. Sie sollen darlegen, wenn die Arbeitszeitwünsche nicht erfüllt werden können. Das ist uns auf jeden Fall zu wenig. So werden die Frauen und auch ihre Arbeitszeitwünsche nicht gestärkt. Unter dem Motto, schön, dass wir mal darüber geredet haben, wird dieses Gesetz an dieser Stelle wirkungslos bleiben. Das ist uns definitiv zu wenig. Ja, andere Frauen wiederum arbeiten in Vollzeit und sie müssen oder wollen ihre Arbeitszeit reduzieren wegen Kinder, wegen Pflege, wegen Ehrenamt oder wegen Weiterbildung. Ja, und um dieses Problem zu lösen, plant die Bundesregierung eine sogenannte Brückenteilzeit. Das bedeutet, dass Frauen zeitlich begrenzt, also befristet, ihre Arbeitszeit reduzieren können. Diese Idee ist gut, die Umsetzung aber ist schlecht, denn diese Brückenteilzeit hat viel zu hohe Hürden und damit wird sie viel zu eng und auch viel zu starr. Ja, wer in einem Unternehmen arbeitet mit bis zu 45 Beschäftigten, der hat überhaupt kein Recht auf Brückenteilzeit. Das ist die erste Hürde. Und dann bekommen auch noch die Unternehmen mit 46 bis 200 Beschäftigten eine sogenannte Zumutbarkeitsgrenze. Und zumutbar meint, dass es nur eine Brückenteilzeit geben darf pro 15 Beschäftigten. Das ist die zweite Hürde. Und dann kann die Brückenteilzeit noch ganz prinzipiell, ganz einfach aus betrieblichen Gründen abgelehnt werden. Das ist die dritte Hürde. Ja, und mit diesen doppelten und dreifachen Hürden wird die Brückenteilzeit einfach viel zu eng. Und deswegen werden schlussendlich viel zu wenig Beschäftigte davon profitieren können. Ja, die Brückenteilzeit kann 1 bis 5 Jahre dauern, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wenn die Brückenteilzeit mal mit der Arbeitgeberin und dem Arbeitgeber verhandelt ist, dann sind auch weitere Veränderungen gesetzlich nicht vorgesehen. Im Voraus ist aber das Leben nicht wirklich planbar und deswegen ist die Brückenteilzeit viel zu starr. Echte Zeitsouveränität sieht anders aus. Wenn es um das Thema Teilzeit geht, dann werden die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit Samthandschuhen angefasst und in Watte gepackt. Und deshalb ist die Brückenteilzeit viel zu starr und auch viel zu eng. Und wenn es um die Frauen geht, die ihre Arbeitszeit verlängern wollen, dann hilft das Gesetz kein Stück weiter. Alles zusammen ist uns Grün einfach zu wenig.